haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Wie im Schlaf. Schlaflose Nächte sind in meinem Beruf nichts Ungewöhnliches. Manchmal werde ich dafür sogar bezahlt. Anderen geht es nicht so gut. Sie arbeiten zwar auch nachts, tun dies aber ohne es zu merken. Oder sie sind einfach nur ganz gewöhnliche Schlafwandler, wie Frau Kern. Das Treffen der alternativen Somnambulismusforscher ist enorm wichtig für mich. Meine Arznei könnte Millionen von Menschen Erleichterung bringen. Und dieses Medikament wurde Ihnen gestohlen? Eine wichtige Probe. Es würde genügen, um die Zusammensetzung herauszufinden und es zu vermarkten. Und Sie glauben, dass einer der anderen Schlafwandler die Arznei gestohlen hat? Wer sollte sonst ein Interesse daran haben, in meine Wohnung einzubrechen und nur gerade das Fläschchen mit der Arznei zu entwenden? Und Sie befürchten, dass heute Abend einer Ihrer Kollegen dieses bahnbrechende Medikament der Öffentlichkeit vorstellt? Leider ja. Dabei ist es noch nicht reif für die Produktion. Ich habe es lediglich an ein paar Personen getestet. Das Medikament verhindert, dass Schlafwandler schlafwandeln. Das ist der Zweck. Bis heute gibt es keine Therapie und keine Medikamente gegen Somnambulie. Außer natürlich harte chemische Keulen. Schlafmittel, die einen traumlosen Schlaf ermöglichen. Eine Stunde später wurden wir von einem Chauffeur abgeholt und an einen kleinen See gefahren. Das Hotel sah aus wie ein altes Schloss und hieß auch so. Ich bezog ein Zimmer, das etwa so groß war wie ein Fußballplatz. Wegen konditioneller Mängel verzichtete ich darauf, es gänzlich auszukundschaften. Unten auf der großen Terrasse stellte mich meine Klientin einem anderen Schlafwandler vor. Das ist Philip Maloney. Er schreibt einen Artikel über unser Treffen. Tatsächlich? Interessieren sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Zeitung endlich für die alternative Somnambulismusforschung? Ich habe gehört, dass es bahnbrechende Entwicklungen gibt. Die gibt es tatsächlich. Allerdings nicht auf jenem Gebiet, auf dem Frau Kern forscht. Schlafwandler können mit Ultraschall geheilt werden. Das ist weder erwiesen, noch macht es Sinn. Schlafwandler können nur medikamentös behandelt werden, wenn überhaupt. Ich habe mit Ultraschall hervorragende Ergebnisse erzielt. Eine junge Frau, die jede Nacht ihren Kühlschrank leer gegessen hat und an gesundheitlichen Folgeschäden litt. Nach einer Ultraschalltherapie isst sie im Schlaf nur noch Gemüse und Früchte. Meine Arznei verhindert das Wandeln im Schlaf. Das ist bahnbrechend. Medikamente haben Langzeitfolgeschäden. Menschen, die schlafwandeln, benötigen das Schlafwandeln als Ventil. Ohne Schlaf zu wandeln, drehen sie durch. Meine Therapie sorgt dafür, dass die Menschen sinnvoll schlafwandeln. Ja, sie könnten zum Beispiel nachts arbeiten und damit zusätzlich Geld verdienen. Oder Sie könnten durch die Straßen wandeln und für Sicherheit sorgen. Apropos Sicherheit, wurden die anderen Hotelgäste gewarnt, dass das Haus voller Schlafwandler ist? Das ist nicht nötig, wir haben das Haus vollständig gemietet.